zu stark. Ich habe Ihren Bericht erhalten. 16 Punkte darin verstoßen gegen die Programmrichtlinien. Für Sie sind das vielleicht Kleinigkeiten, für meine Vorgesetzten aber leider nicht. Bitte schicken Sie mir bis Ende Ihrer nächsten 12-Stunden-Schicht einen neuen Bericht. Noch ein freundschaftlicher Rat unter Kollegen. Sie scheinen davon auszugehen, dass Kernbots immer zu 100% zuverlässig sind. Und vielleicht hatten die Antriebsprobleme tatsächlich nichts mit einer Kernbot-Fehlfunktion zu tun. Aber es sind Maschinen und die können kaputt gehen. Ihr Stolz auf ihre Schöpfungen darf ihre Objektivität nicht trüben. Ich gebe nicht vor, die Kernbots so gut zu verstehen, wie sie das tun. Aber ich kenne das Mandat. Und keiner von uns kann zu Beginn dieser Mission irgendwelche unnötigen Verdächtigungen bekommen. Kommunikationsleiterin Bright, over and out. Sesam, öffne dich. Und Überraschung! Thank you.
gestorben. Wie diese feindseligen Kernbots. Hier mal um. Versuch, was zu finden. Thank you.
angreifen. Sicherheitsbots. Gut. Vielleicht wissen die, was hier vor sich geht. Du willst den Kern? Warum? Victor verlangt es. Wer zur Hölle ist Victor? Mac! Hey, was ist denn los? Ich werde ihn diesen Bots nicht einfach überlassen. Thank you.
Guten Morgen, Dr. Roldan. Wie geht es Ihnen? Hier spricht Kommunikationsleiterin Natalie Bright, Kontrollstation Houston. Leider ist dies eine ungeplante Übertragung. Sie sehen sicher, dass Sie nicht auf Neu-Eden sind. Technisch gesehen sind Sie sogar noch im Sol-System. Allerdings gibt es Ungereimtheiten in den Antriebsstatusberichten und wir wollten sichergehen, dass es nichts Ernstes ist. Wie Sie wissen, muss jeder Fehler in Berichten der Kernbord-Crew mit... Dr. Roldan, ich habe Ihren Bericht erhalten. 16 Punkte darin verstoßen gegen die Programmrichtlinien. Für Sie sind das vielleicht Kleinigkeiten, für meine Vorgesetzten aber leider nicht. Bitte schicken Sie mir bis Ende Ihrer nächsten 12-Stunden-Schicht einen neuen Bericht. Noch ein freundschaftlicher Rat unter Kollegen. Sie scheinen davon auszugehen, dass Kernbots immer zu 100% zuverlässig sind. Und vielleicht hatten die Antriebsprobleme tatsächlich nichts mit einer Kernbot-Fehlfunktion zu tun. Aber es sind Maschinen. Und die können kaputt gehen. Ihr Stolz auf ihre Schöpfungen darf ihre Objektivität nicht trüben. Ich gebe nicht vor, die Kernbots so gut zu verstehen, wie sie das tun. Aber ich kenne das Mandat. Und keiner von uns kann zu Beginn dieser Mission irgendwelche unnötigen Verdächtigungen gebrauchen. Kommunikationsleiterin Bright, over and... Wir konnten nicht all die schwere Ausrüstung auf Schiffe laden und nach Neu-Eden bringen. Stattdessen sollten Sie die Kernbots vor Ort bauen. Das Notsignal kommt vom anderen Ende dieser Grube. Komm mit, Mac. Ist zu tief. Da müssen wir drum herum gehen.
haben wir denn hier? Diese Tunnel sehen ganz schön mitgenommen aus. Was ist mit den Kernbots passiert, die sie warten sollten? Thank you.
vom Tunnel. Wenn wir die Schwebeplatten richtig anordnen, können wir mit ihnen hinübergelangen. Die Energiezellenbots der Platte fehlen. Wo sind die kleinen Kerle wohl hin?